Die Münchner Anatomische Anstalt mit ihrem charakteristischen Kuppelvorbau wurde unter Prinzregent Luitpold in den Jahren 1905 bis 1907 erbaut. Der schönste und beeindruckendste Raum ist der als Amphitheater gestaltete Hörsaal mit 415 Sitzplätzen. Das gesamte Gebäude wurde von 2010 bis 2013 generalsaniert. Jetzt erstrahlt es in neuem Glanz. Zum ersten Mal wird hier die Dichterliebe von Robert Schumann durch die Kammeroper München zur Aufführung gebracht. Es singt der Tenor Daniel Behle. Im Rahmen des Konzerts wird Privatdozent Peter Reilich, Oberarzt an der neurologischen Klinik, auf jene damals verbreitete Krankheit eingehen, an der aus heutiger Sicht auch Robert Schumann und Heinrich Heine zugrunde gegangen sind. Mit stimmungsvollen Texten werden sie durch den Abend begleitet von mir, ihrem Friedrich von Thun.